Hey Renata, Crisp Research hat die Themen Software-Defined Architecture und Cloud Connectivity als Top-Themen 2014 für CIOs ausgerufen. Warum ist dem so? Also das liegt maßgeblich daran, dass wir jetzt nach der großen Welle der Server-Virtualisierung und dem Siegeszug sozusagen von Cloud Computing, die hier aus vor der nächsten Herausforderung stehen, das Ganze in vollem Umfang auch, ich sag mal, nutzbar zu machen, indem sie weitere Komponenten ihres Rechenzentrums virtualisieren, Storage und Netzwerk, und dann eben auch über Software steuern und dann auch automatisieren. Denn nur das bringt sozusagen dann auch den vollen Effekt des Cloud Computings in das Unternehmen hinein. Das Thema Cloud Connectivity ist deshalb so wichtig, weil es, ich sag mal, stiefmütterlich behandelt wurde, weil ohne eine gute Anbindung, ohne eine schnelle Anbindung, einem sozusagen die beste Cloud auch nichts nützt, denn wenn hinten wenig rauskommt, weil ich ein Bottleneck im Netzwerk habe, dann leidet die User Experience und dann macht es in vielen Fällen, geht der Vorteil sozusagen dahin. Nochmal zum Thema Software-Defined Architecture. Haben Sie das Gefühl, dass die Industrie reif ist, was die Lösungen dafür angeht? Also die Industrie ist mit Sicherheit reif. Dort gibt es zahlreiche Lösungen von verschiedensten Herstellern zu diesen einzelnen Themen. Das ist, glaube ich, überhaupt kein Hindernis. Also die Technologiereife ist dort relativ hoch, zumindest auf der Storage-Seite. Auch auf der Netzwerkseite gibt es dort Initiativen von großen Herstellern. Und ich glaube, das ist jetzt ausnahmsweise mal nicht der Hinderungsgrund. Vielen Dank.